Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Wutz und es war mit die beste, wenn nicht die beste Runde, die ich jemals auf Wutz gespielt habe. Kurz und knackig, es ging richtig zur Sache, ich war dabei Sturmmann zu farmen und ja, er war da, es waren noch andere PMCs da, es gab ein paar schöne Shots, es gab die ein oder andere Überraschung beim Loot und das Ganze in unter einer Viertelstunde, also es war wirklich ein actiongeladener Raid. Und viel mehr will ich auch gar nicht spoilern. Schaut euch an. Es lohnt sich. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Er ist da. Ich hab irgendein Mac nicht voll gemacht, egal. Er ist da. Wolfig Wassermelone, Servus. Und er hat auch schon einen Fan. Oder ist auch schon Fan von jemandem, sagen wir es mal so. Es leckt nicht. Wenn es nicht leckt, ist er da. Wenn es leckt, spawnen Ersatzgefs. Der Boss spawnt immer am Anfang der Runde. Der ist entweder da oder nicht. Das spawnt nicht erst später rein. Okay. Was war das denn, ey? Du was Softes. Denk mal, er wird schon tot sein. What? Tracksuit. Oh boy. Hat genadet. Ich hoffe, die trifft dich. Ich glaube, ich habe ihn. Oh boy.
Was ist hier los, Mann? Ganze Truppe auseinandernehmen hier. Okay. Wieso bin ich noch am Leben? Was ist hier los? Wieso kriege ich Sturm an? Richtig ruhiger Server hier. Gar nichts los. Zwei Typen mit Tracksuit. Kebe, danke für den Prime. Schön, we do see Leiden lässt. Danke für den Support. Eieiei. Das war eine Fünfergruppe. Liegen warten, Main, hä? Huh? One-Shots die Runde sitzen aber, hä? Huh? Die One-Shots die Runde sitzen aber. Oh, Red Rebel, let's go. Danke. Hat er kämpft, hat er kämpft. Let's go. Verdient. Eieiei. Let's go. Ich muss andere Richtung, ne? Ich will das Dogtag hier von dem. Alter, hat's die zerlegt, Mann. War eine Vierergruppe, so wie das aussieht. Und da, ne, Fünfer, der eine war, ist als Sturmmann gestorben. Ja, da kuscheln sie. Der eine hier hat einen Tracksuit, sehe ich das richtig? Ja, Tracksuit. Ah, den hat inzwischen auch jeder. Mit Thermal, let's go. 59.
Oh Mann, Thermal, ey. Fucking hell. Moment, hey, nee. Der hat einen Thermal. Eieieiei. Gasmaske noch. Ich glaube, wir können gehen. Sollte dann okay sein, langsam. Natürlich müssen wir jetzt rüber auf die andere Seite, ist klar, ne? So viel zur leeren Runde, aber wir haben Sturmmann bekommen, den Red Rebel, Thermal, einige nette One-Shots. Es hätte schlimmer kommen können, sag ich mal. Ja, die Red Rebel bringt halt bloß was, wenn sie vorne in Raid ist, das ist richtig. Mein Puls immer noch normal. Nicht viel höher als normal. Aber... haben die Bretter kassiert, ey. Selten Online, vielen Dank für den ganz frischen Prime. Willkommen in der Abo-Falle, danke für den Support. Und Servus, wie geht's? Und Commander, habe die Ehre. Die rumrennen, ey. Scheiß drauf, wir droppen Mac. Wir spielen nicht Thermal. Scheiß drauf, ich sehe auch so genug. Thermal ist nicht so geil, wie man denkt. In manchen Situationen ist es geil, aber ja. Ist offen, keine Ahnung. Der ist selten online. Nee, ist noch nicht raus. Kommt Anfang Dezember. So, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Und ich will jetzt nicht lügen, aber das war eine der krassesten, wenn nicht die krasseste Wurzrunde, die ich je gespielt habe. Mal kein Scheiß. Die war richtig, richtig krass, krass, die Runde. Ich weiß nicht, wie viele Kills es waren. Red Rebel aus Sturmmann gezogen, irgendwie eine Vierer-Fünfer-Truppe zerlegt. Eieieiei. Und das Ganze in 13 Minuten, hier. Ja, 4 Kills. Hat sich nach mehr angefühlt. Hat sich nach mehr angefühlt. Aber es war eine saftige Runde. Die war saftig. Eieiei. Ja, war eine Fünfertruppe, die ich da zerlegt habe. Also der eine ist halt schon an Sturmmann gestorben. Aber für 14 Minuten passt. Passt.